Bei der Aufgabe habe ich die Kraft gegeben, mit der die Pferde hier so im Kreis ziehen, und ich habe eine Geschwindigkeit gegeben und ein S, wobei, das ist gefährlich, S, das hier ist das S, das ist eigentlich dann der Radius, also nicht S schreiben, sondern Radius schreiben. Ja, und der Weg, die laufen hier so im Kreis, also der Weg S ist 2πr, also der Umfang von einem Kreis, zweimal Radius mal den Pi. Und die Kilonewton sind noch ein bisschen gemein, die müssten wir noch in 1000 Newton umrechnen. Und sonst, jetzt geht's los, jetzt überlegen wir mal, welche Formeln gibt es. Für die Leistung gibt es P ist Arbeit durch die Zeit. Und für die Arbeit gibt es die Formel Kraft in Wegrichtung mal den Weg. Also die laufen diesen Weg und die ziehen in den Weg, das passt. Die anderen Geschichten wie die Beschleunigungsarbeit 1/2 im V-Quadrat, die bringt uns nichts, weil die beschleunigen nicht. Und W ist Hubarbeit, M mal G mal H bringt uns ja auch nichts, weil die machen ja, wird nichts hochgezogen, also weg damit, die bleiben. Ja, und dann kann ich jetzt die Arbeit oben einsetzen. Gesucht ist ja hier P, das heißt P ist die Kraft, die gegeben ist, mal der Weg, das ist der Kreisweg, den ich hier habe, durch die Zeit. Ja, Zeit ist ein Problem, ich habe keine Zeit. Ich habe aber die Geschwindigkeit, das heißt hier, Geschwindigkeit ist gegeben, Zeit brauche ich. Die bewegen sich mit konstanter Geschwindigkeit, das heißt hier gilt eine weitere Formel, hier, nämlich V ist S durch T. Ja, das ist immer, wenn ich mich konstant bewege. T ist gesucht, V ist gegeben und der Weg ist gegeben. Also mache ich hier mal T und ein bisschen hier so, oh, kleiner, so. So ist gut. Also mal T, dann habe ich T mal V gleich S dividiert durch V. Dann habe ich T ist S durch V. Und jetzt habe ich alles. Also dieses T kann ich oben einsetzen. Ich könnte jetzt hier ein Zwischenergebnis rechnen. Also 2Pi mal 6,0 Meter durch 1,5 Meter pro Sekunde. Dann bekomme ich ungefähr 25 Sekunden für einen Umlauf und dann wäre es schon erlaubt, diese 25 dann hier einzusetzen. Und dann habe ich, also die Leistung ist 25 Sekunden für einen Umlauf und die Kraft waren 1000 Newton und der Weg war 2 mal Pi mal die 6 Meter und dann bekomme ich ungefähr P ist 1500 Watt, ja, 1500 Watt gerundet, 1,5 Kilowatt. Und man könnte auch das sauber machen, indem man nur T einsetzt, also P ist Kraft mal 2 Pi dieser Radius und hier 2π der Radius durch V. Dann würden sich sogar 2π Radius wegkürzen, aber das lasse ich jetzt mal. Ergebnis ist hier. Jawohl.